Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Michas Steine. Heute zum Lego Ninjago Magazin Nummer 113. Jetzt ja schon eine ganze Weile immer mit dem Zusatz Dragon Rising. Und ich denke, wir schauen einfach mal rein, was wir haben. Wir haben hier zum Beispiel dieses Extra dabei und hier so eine sehr, sehr exklusive Karte. So, nehmen wir diese Sachen erst einmal ab, bevor wir reingucken. Wie immer mit diesem komischen Kleber da angebracht. Diesmal ein bisschen zu gut. Wie man an der Karte sieht, jetzt ist ganz schön aufgelöst, egal. Und ja, der Kleber nicht vom Magazin ab. Naja, was soll's. Das Magazin. Wir schauen mal ein bisschen rein. Was haben wir hier sonst noch Schönes drin? Inhaltsverzeichnis und ein bisschen Werbung. Und dann kommt auch schon die Aufbauanleitung für das heutige Extra. Ein bisschen Infos zum heutigen Extra. Und dann haben wir ein bisschen Spiel, ein bisschen Spiel und Werbung, ein bisschen Spiel und Werbung. Und dann sind wir auch schon bei der Geschichte. Geschichte, Geschichte, Geschichte. Die wollen wir natürlich zu genau anschauen. Und Spiel, Werbung. Geschichte, 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 bisschen Info und Spiel, nochmal ein Spiel, ist auch mal schön, dann nochmal ein bisschen Spiel und Rätsel und dann haben wir auch schon die Vorschau fürs nächste Mal, das heißt, ich habe ja die, was haben wir beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal haben wir Kai. Die Waffe sieht ganz gut aus. Weiß halt auch nicht. Kai ist jetzt nicht unbedingt eine der seltensten Figuren generell. Er ist auch in einem Polybag drin. Also es ist jetzt nicht so schwer, günstig an ihn zu kommen. Da haben wir noch ein bisschen Werbung. Und dann haben wir noch Werbung fürs Lego Dreams Magazin, bei dem das nächste Mal ja schon wieder Matteo drin ist. Und Matteo ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Figur, auf die wir heute gewartet haben. Schauen wir uns auch noch mal die Poster an. Da haben wir dieses Mal einmal ein Poster mit Ninjas. Da sind jetzt 9 vertreten. Wen erkennen wir denn alles? So, das müsste Nia sein, Zora, Dane. Nee, das ist nicht Nia, das ist Nia. Wer ist das? Egal. Das ist Jay. Das ist Zane. Das ist Lloyd. Cole, Kai. Dann ist das Alan. Bei ihr fällt mir der Name jetzt nicht ein. Egal. Und hier haben wir, die Schrecklichen kommen. Da haben wir ein bisschen was mit den Wolfsmasken. Ja. Und dann wollen wir mal das Extra von heute aufbauen. Wie lustig, ne? Hier, das Teil ist in so einer Wolfsmaske drin. Das hier finde ich dann schon ganz schön funky. So, schauen wir mal, was da rauskommt. Hier noch Teile. Das ist natürlich viele Cocktailglas. Das fehlt noch. Da ist es. Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Hose, Körper, Schulterpolster, der Kopf und der lustige Helm. Und wir haben schon eine Figur, die man hinstellen kann. Nehmen wir den Helm nochmal ab, damit man auch den Kopf und das alles sehr gut sieht. Ich finde, der Druck ist sehr schön. Auch von hinten. Nehmen wir nochmal die Schulterpolster ab, damit man auch da den Rückenprint sieht. Nee, schlecht, ne? Also, schönes Teil. Aber es ist der Standard, den man schon gewohnt ist. Was sonst? So. Der Kochtopfhelm. Also, ich finde den Helm schön verrückt. Schön verrückt. Und da er aber hier vorne die Noppe hat, der lässt sich noch benutzen. Da kann man alles Mögliche draus machen. Und dann bauen wir mal noch. Dann bauen wir auch noch mal seine Waffe.
So. Das geht nämlich auch schön schnell. Und das letzte Teil. Und da dran. Und so, jetzt haben wir ihn hier. Ein bisschen tiefer das Ganze setzen, damit man auch die ganze Waffe sieht. Boah. Schon eine ganz coole Figur. Vor allen Dingen, es sieht aus wie ein Trooper. Damit kann man wunderbar eine ganze Army bilden. Gut, eine ganze Army, da muss man mehrere Magazine kaufen oder sowas, aber immer noch besser als die großen Sets, wo die dann da drin sind. Ja, finde ich ganz nett. Kai beim nächsten Mal, ja, ist halt Kai, ne? Hat man schon ein paar Mal. Und damit bis zum nächsten Mal.